Hallo YouTube, ich möchte euch heute das Survival Messer vorstellen, das ich benutze. Es ist von der chinesischen Firma Hui. Und wenn man genau hinschaut, erkennt man viel Ähnlichkeiten zu namhaften Markenmessern, vor allem Extrema Ratio. Das Messer ist aus 440er Stahl gefertigt, hat eine Gesamtlänge von 27 cm, eine Klingenlänge von 16,5 cm, eine Klingenstärke von 6 mm. Es ist, als es ankam, ich habe mir das erst gekauft, als es ankam, war es stumpf. Ich habe es inzwischen rasiermesserscharf abgezogen. Die Serrations sind brauchbar, aber der Aufbruchhaken ist absolut stumpf gewesen und ich finde auch nicht wirklich gut positioniert, weil wenn ich das Messer so nehme, um Feinarbeiten zu machen, drückt die Klinge mitten im Daumen. Die Scheide ist ganz ordentlich, kommt mit einer kleinen Vortasche und einem Diamantschleifstein. Hat hinten Verriegelung, dass man es leicht am Gürtel machen kann. Aber die Scheide persönlich sagt mir weniger zu. Deshalb werde ich im nächsten Video zeigen, wie ich eine Kydex-Scheide für das Messer anfertige. Das Messer selber ist an sich ganz gut, aber ich werde ein paar Modifikationen vornehmen. Und die werde ich euch jetzt in diesem Video zeigen. Zum einen werde ich die Griffschalen abmachen und dann durch eine Mischung aus Kreppband, Angelschnur und Paracord ersetzen. Wie ihr seht, habe ich hier schon ein wenig was weggeschliffen, weil der Griff für meine Hände zu unhandlich war. Der Abstand hier war für zwei Finger zu klein und für einen zu groß. Deshalb habe ich den Zapfen hier komplett entfernt und jetzt starten wir mit den Modifikationen. Ihr seht, die Griffschalen sind nicht verklebt wie bei anderen Messern, was jetzt für mich ein Vorteil ist. Hier habe ich das Kreppband, das ist so eine Art selbstgebender Verband. Das bringe ich als unterste Schicht an, damit wenn ich die Paracord abmache, um das Messer zum Beispiel als Speer zu benutzen, ich trotzdem noch einen brauchbaren Griff habe. Ich werde mir jetzt mal eine Handschuhe anziehen, weil das Messer sehr scharf ist. Dieses Klebeband klebt nur auf sich selbst, nicht auf dem Untergrund. Es ist so eine Art Moosgummi und das fühlt sich sehr gut an. Das ist unglaublich rutschfest und polstert auch Stöße ab. Das ist an sich schon mal ein guter Griff und so könnte ich das Messer auch schon benutzen, aber jetzt kommt noch Angelschnur drüber. Und wie ihr seht, das ist Angelschnur, die bis zu 26 Kilo trägt.
naja, man kann es jetzt nicht erkennen, die wird zum Welsangeln benutzt. Und die wickle ich jetzt komplett um den Griff. Das müssten so um die 20 Meter dann sein. Das mache ich jetzt und dann geht es weiter. So, es ist jetzt fertig mit Angelschnur umwickelt. Hier seht ihr die Verknotung und das lose Ende. Wenn ich hier anziehe, kann ich alles wieder abwickeln. Die Technik ist dieselbe, die ich euch jetzt dann gleich nochmal mit der Paracord zeigen werde. Und zwar fängt man an. Wenn man ein gutes Stück hinten überstehen lässt, dann hält man sie hier fest, wickelt einmal um sich selbst, dann ist es fixiert. Das setzt man jetzt fort bis zum Griffende. Schön festziehen, damit sich nicht versehentlich abrollt. Man kann auch die Paracord vorher nass machen, so eine Viertelstunde in Wasser legen, dann zieht sie sich, wenn sie trocknet, automatisch noch enger. Aber darauf verzichte ich jetzt einfach mal. So, kurz vor Ende Moment, ich brauche einen Handschuh, weil ich an der Klinge arbeite. Man kann die Klinge auch mit Kreppband abkleben, um seine Hände zu schützen. So, kurz vor Ende bilde ich jetzt eine Schlaufe und wickel das lose Ende mit ein. Ordentlich bis zum Schluss fertig wickeln. Und dann das Ende hier durchziehen. Und das zweite lose Ende auch mit durch die Schlaufe und dann einfach festziehen. Und aus der restlichen Schnur könnt ihr euch dann noch einen Fangriemen machen, wenn ihr wollt. Oder ihr schneidet es einfach hier ab und verschweißt dann die Enden mit einem Feuerzeug. Und als nächstes folgt noch eine Schicht von diesem Moosgummi-Klebeband, dass das Ganze noch wirklich super griffig wird und auch beim Betoning Stöße gut abfedert.
schneiden. Und das noch ordentlich festdrücken. Und fertig ist der neue Griff. Und der liegt meiner Meinung nach bei Weitem besser in der Hand als diese Plastikgriffschalen. Und noch dazu habt ihr, wenn ihr darauf angewiesen seid, Paracord und Angelschnur immer dabei. Dies war mein erstes Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Seid ein bisschen nachsichtig mit mir. Schreibt mir bitte, was ich verbessern kann, was ihr verbessern würdet oder anders machen. Danke fürs Zusehen, euer Eisen.